Hallöchen. Das ist jetzt schon der dritte Anlauf, glaube ich, fürs Video. Ich hoffe, es werden nicht noch 50 mehr werden. Ich war zwischenzeitlich der Auffassung, dass das alles mega schnell gehen muss, in 2 Minuten alles erzählt werden muss, weil die Leute haben doch keine Zeit und keinen Bock. Aber jetzt denke ich mir auch, scheiß drauf. Wer sich dafür interessiert, hat vielleicht auch 4 Minuten Zeit oder mehr. Ich bin komplett pleite bis hin zum absoluten Absturz und habe Dinge anzubieten, die voll geil sind. Auch ich wirklich, ich kann euch garantieren, da ist gute Qualität, aber die ich jetzt wegen ADHS oder aus Lebensumständen noch nicht losgeworden bin. Und davon erzählt dieses Video, beziehungsweise ich in diesem Video. Jetzt nämlich noch mein Fahrrad geklaut worden am letzten Freitag und die Versicherung, die mir der Fahrradladen vermittelt hat, bezahlt diesen Diebstahl, also kommt dafür nicht auf, obwohl der Fahrradladen das behauptet hat. Und der Fahrradladen hat jetzt gesagt, hast Pech gehabt, warst du falsch informiert, hättest mal selber alles nachprüfen müssen. Und ich habe denen halt geglaubt, dass das, was sie sagen, stimmt. Mein Fehler, whatever, das Problem ist trotzdem gerade, dass ich jetzt, ich rutsche in die Schuldenfalle, wenn es so weitergeht. Das wird nicht die ganze Zeit so bleiben. Ich werde, das Forum wird sehr bald endlich so finanziell aufgestellt sein. Es dauert aber alles mit diesen Anträgen, an denen ich jetzt gerade bin. Das zieht sich alles immer Monate hin und so weiter. Und das Projekt würde auch erst nächstes Jahr losgehen. Das heißt, in der Zwischenzeit habe ich jetzt einfach gerade massive finanzielle Probleme, aber geilen Scheiß anzubieten und vielleicht kommen wir da überein. Ne? Wenn euch das interessiert. Bear with me und bleibt dran. Wenn nicht, hättet ihr schon längst abschalten können. Ne? Warum guckt ihr überhaupt noch zu? Also, es gibt verschiedene Dinge. Ich bin bei Patreon. Patreon hat mich komplett gerettet aus der Depression letztlich, weil ich dort nicht nur irgendwie Leute gefunden habe, die sagen, ey, voll cool, was du machst, sondern es ist so geil, dass du machst. Wir geben dir sogar Geld, weil wir dir vertrauen und wir ermöglichen. Und es ist. Das sind jetzt 9 Leute, das ist nicht viel. Das waren auch schon mal 12, aber dann haben sie dieselbe Pleite. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Aber dass es überhaupt diese Leute schon gibt, ja, das ist mehr als bei den schlimmsten Konzerten manchmal. Also schlimmste nicht, aber halt mehr als bei den kleinsten Konzerten manchmal im Publikum waren. Ey, und die sind offensichtlich so geil, dass die mich mögen und dass die mich supporten, ganz konkret. Und zwar wirklich konkret gegen Armut hilft Geld, ne? Und das ist wirklich ganz konkret die Hilfe, deswegen mache ich ja auch dieses Video. Also wenn ihr mich bei Patreon unterstützen wollt, da gibt es zum Beispiel den Podcast, den ich mit Stefanie Sargnagel gemacht habe. Ich lade demnächst den Podcast mit Mackes von 2009 hoch und so weiter. Ich habe noch massiv Material. Es gibt Lieder, die noch nie rausgekommen sind. Es gibt das Video, die kleine Doku vom Konzert für Nemesis, der Tribute Jam, 45 Minuten Behind the Scenes und so weiter. Ich finde das wirklich schön. Das ist ein schönes Video geworden mit der VHS-Kamera. Ich probe da immer meine Video, Musikvideo, Schneide- und Effekt-Skills und bin ganz zufrieden damit, mit diesem Video. Da gibt es einfach so ein paar Dinge für Behind the Scenes, für Leute, die mich unterstützen wollen. Wer das mag, supportet mich bei Patreon. Ihr könnt zweitens beim Forum das Crowdfunding unterstützen, denn das konnte ich jetzt länger nicht pushen, weil die Tagesmutter ausgefallen ist im Juli, kurz nachdem ich das Forum gestartet habe. Juhu! Und dann ist sie ausgefallen für mehrere Wochen. Das heißt, die ganze Zeit Kind betreuen, nur noch abends am Antrag arbeiten können, komplett Burnout, komplett am Arsch sein, dann Kita finden, dann Eingewöhnung und ausrasten nur noch, während halt dann auch noch das Fahrrad geklaut wird und so ein Abfuck am laufenden Band. Das Forum wird funktionieren, definitiv. Es ist auch jetzt schon ein Podcast immerhin erschienen. Es werden weitere Sachen kommen, jetzt ein bisschen langsam, aber es kommt was mehr und es wird noch viel mehr passieren. Wenn ihr das beschleunigen wollt, könnt ihr dem Forum Geld geben. Wir sind gemeinnütziger, eingetragener, eine UG, gemeinnützige UG. Ihr könnt sogar irgendwie uns regelmäßig Geld geben und eine Spendenquittung dafür kriegen oder ihr gebt einmalig oder spendet was beim Crowdfunding zum Start. Im Prinzip ist das, was wir mit dem Forum machen, das, was ich letzte Woche vor Gericht gemacht habe, nur halt mit Struktur und nicht nur eine Einzelperson, die entsprechend nur wie eine Einzelperson aufgestellt ist, sondern eine Struktur mit einem Team, mit mehreren Leuten. Es gibt jetzt schon Leute, die an verschiedenen Stellen zuarbeiten und helfen. Aber ich bin bisher halt komplett unbezahlt und ich bin derjenige, der da am Tag mehrere Stunden reinsteckt und auch die Raummiete, bla.
Da würde es einfach helfen, das ist der zweite Punkt. Drittens, Musik. Ihr könnt meine Musik auschecken. Ich bin Musiker, juhu, ich rappe, ich mache Beats, ich mache für viele verschiedene Sachen. Es werden auch definitiv, ich habe richtig viel Musik hier rumliegen, aber weil ich gerade so viel Hustle habe außerhalb der Musik, komme ich nicht dazu. Und wenn ich diesen Hustle umso weniger habe, umso mehr habe ich Zeit, die Musik auch rauszubringen. Ich habe so eine YouTube-Playlist gemacht. Da gibt es einfach mal, habt ihr mal einen Einblick, was ich eigentlich so mache. Ich mache Instrumentalmusik, ich habe Musik für Menschen, ist so Gesang, eher so ganz normale Musik, während Form schon auch so einen sehr starken Hip-Hop-Bezug hat. Und Musik für Menschen ist einfach für Menschen, ne? Prim ist nochmal was anderes und so weiter. Ihr alles in der Playlist. Ja, es gibt Shirts. Leute, ich habe da 1000 Jahre nicht drauf hingewiesen. Aber ich habe Shirts, ich habe Form-Shirts. Ich habe schon Ewigkeiten keine mehr verkauft, weil ich es einfach immer wieder vergessen habe. ADHS ist a hell of a drug. Das ist mein Lieblingsshirt hier tatsächlich. Das hatte ich 2000. Wann habe ich das gemacht? 13. Warum ist das abgebrochen? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es Shirts. Dann lieber Gutmensch. Steht auf diesem Shirt. Die Alternative ist zum Beispiel ein Arschloch zu sein und nichts zu tun angesichts der Scheiße in der Welt. Arschloch sein schließt noch mehr Dinge ein, aber ein Teil davon ist auch so komplett, ja, wir können ja nichts machen. Es lässt sich einfach nichts tun. Schade. Leider, leider ist alles unausweichlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es schon noch einiges, was wir machen können, um nicht von dem Faschismus an die Wand gedrückt zu werden. Das gibt es auch in Dunkel, das gibt es sogar tailliert. Das war ein großer Fehler, letztlich viel zu viel Aufwand betrieben dafür, dass kaum jemand mich kennt. Mit diesen Shirts, verschiedene Farben, tailliert und nicht tailliert. Eieiei, mache ich nicht mehr, bis ich berühmt bin. Es gibt sogar alte Shirts. Und all das, meldet euch, schreibt mir. Es gibt noch ein Georg Elser-Shirt. Georg Elser ist der schwäbischer Antifaschist, der 39 schon Hitler in die Luft jagen wollte und nicht wie der Faschist Stauffenberg erst als der Krieg verloren zu gehen drohte. Georg Elser, guter Mann. Ich habe Shirts von ihm gemacht. Gibt es bei mir. Es gibt ein Buch. Ich habe ein Buch gemacht. Ein Gedichtband slash Illustrationen, slash Zeichnungen, slash Aphorismen, Ideen, fifaform.de, 250 Seiten, geiler Schüssel, alles nummeriert, limitiert, wow, das ganze gelöt. Ich glaube, das reicht jetzt schon als Video. Das sind Dinge, die ich anzubieten habe. Wenn euch das interessiert, meldet euch. Liked, follow, subscribe. Ihr kennt den, you know the drill. Abonniert die, drückt auf die Glocke, schickt dieses Video an alle Leute. Bla. Das ist immer sehr entwürdigend, darauf hinweisen zu müssen. Aber anscheinend, es gibt wohl wirklich Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass es hilft, wenn man das macht, wenn man darauf hinweist. Also, whatever, die Situation ist finanziell so katastrophal. Deswegen scheiß drauf. Es ist wirklich so dieses ganze Schamding und alles. Keine Zeit, mich damit zu befassen. Ansonsten, bevor jetzt die Hater, die freuen sich natürlich über sowas. Jo, das wird nicht so bleiben. Es werden bessere Zeiten kommen. In der Zwischenzeit muss ich halt irgendwie gucken, bis es mit den Anträgen klappt, dass ich bis dahin einfach auch ein Fahrrad habe und so weiter. Das wäre geil. In diesem Sinne, vielen Dank für alle, die irgendwas kaufen, die mich über Wasser halten. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann.